So, und damit seid Gruß an ihm, zweigeknummer Hobbits und Elderdom, zu einem neuen Let's Test vielleicht, ja, zu einem neuen Zwischendurch-Dings. Wir spielen Lucky Tower. Das Spiel habe ich schon mal vor drei, vier Jahren gemacht. 2016 war es das letzte Mal gespielt. Das Spiel ist jetzt, ja, das ist schon ein bisschen älter, das Video. Das können wir mal ein bisschen erneuern. Denke ich, spielen wir mal Lucky Tower erneut. Okay, hier ist die Spielanleitung, wie man es zu spielen hat. Ach ja, ich wuchs mir schon irgendwie durch. Tutorial überspringen. Auf geht's! Und wir landen hier in diesem Tower. In diesem Lucky Tower. Da. Oh wei. Was passiert? Und da wären wir. Du kannst halt A springen. S ist zustechen. Okay, ja, und in den Pfeiltasten bewegen wir uns. Ja, mehr ist eigentlich auch nicht wichtig. Und wir sind sehr kleiner Blondschopf hier. Ah, klein, der muskulöse Blondschopf. Und der muss jetzt hier, der versucht jetzt hier aus dem Turm auszubrechen. Oh, snap! Three lucky doors. Es klebt in die Tower. So, na komm. Okay, jetzt haben wir hier drei Türen und dürfen uns auswählen, durch welche Tür wir gehen. Die Tür mit dem Smiley-Gesicht dahinter, die Tür, aus der offensichtlich so ein bisschen Blut herauskühlt hinter der Tür hervor. Oder die Tür mit dem Totenschädel davor. Naja, kann ja auch Marmelade sein, das kann ja durchaus. Ja. Die Kratzer an der Tür, die können auch nur Deko sein. Nehmen wir mal die Tür hier mit dem Totenkopf. Whoa, I didn't know they had a dark room in here. Okay, das war wohl nicht ganz so gut. Try again. Okay. Na dann. So kann ich mich übrigens ducken. Na dann, versuchen wir mal das mit der Marmelade. Somebody spilled raspberry juice all over the floor. Ganz richtig, raspberry juice. Try again. So, na dann die Tür hier. Wird die wohl die richtige sein? Hey, I think that must have been the right door. Death to you! Death to you! Ja, ich hab ein großes Schwert. Another three doors. Ja. Die Tür, wo ein kleines Monster durchguckt und gerade eben noch so ein rotes Monster durchgelinst hat, durchgelugt hat. Und hier eine ganz normale Tür, ein Herzchen auf der Tür. Schauen wir mal hier rein. Hey, hold on, handsome. We just... Das ist vielleicht ein ganz liebes Monster. Was? Ja gut, dann hier vielleicht. War das schon richtig? Och, schade. Wir können nicht zurück. Och, Mist. Wird doch unbedingt. Hier haben wir drei relativ normale Türen. Sieht nicht ganz so normal aus. Fast zum ganzen Turm explodiert. Goldene Mitte. Na, nee. Was? Zwei Treppen. Dann nehme ich doch mal die Treppe hier. Scheint der richtige zu sein. Richtiger. War das der richtige Weg? Ich glaube es ja kaum. Hier gleich die erste. Ooh, delicious food. Wie wohl das delicious food? Oh wei. Ja, die hier. Ja, gut. Dann halt die hier. I wonder what this lever does. Äh.
Kann man drüber springen? Ja, was? Mit A springen war. Das war wohl nix. Na komm, da kann man doch drüber springen, oder? Das muss doch möglich sein. So. Hier. I wonder what this lever does. Und jetzt! Ach, verdammt, während sich das noch zurückrollt, können wir das doch schaffen. Das ist doch dieses Gönner, das ist kein Problem. Ja, komm, hier. I wonder what this lever does. Nice! So, und jetzt können wir hier rüben. Drüber. So. Oh, wer bist denn du? Hey there, handsome. Wanna pimp up your style? Sounds like a great deal. Ach, das ist ja... Oh, eine Axt. Ein Spießdingens, ein... Krähenfuß heißt das wahrscheinlich. Oder Keule. Eine Axt. Ich will eine Axt haben, ich will eine Axt. Herz gibt's auch noch. Oh, großartig. Ich nehm die Axt. So, continue. Die Axt, bitte. Was? Okay. Ich habe jetzt die Axt. Continue. Vielen Dank, ich nehme die Axt. Nice. Der Zwerg und die Axt. Nice, bestens gerüstet. Zum Weitergehen. So, Smiley Face. Das kann ja nur die richtige Lösung sein. Oh! Prinzessin! Oh, sounds like someone needs a little cheering up. Was? Was? Ich habe das damals 2016 nicht sehr weit geschafft. I'm too handsome to die. Tja, er ist zu schön zum Sterben. Ja, hier. Das sieht doch richtig aus. Treppe hinunter. Na komm. Wir werden was übernehmen aus dem Turm rauszukommen. Der Freund. Da geht's dort rein. In die Tür. Dann folgen wir ihm mal. Oder? Allerdings der Lichtschein auf diese Tür und er ist nicht wieder zurückgekommen. Er hängt ein bisschen ab. Können wir ihn irgendwie. Oh! ja, können wir. Leichenschändung. Der Arme. Ha! Okay, das war die falsche Tür. Na, dann versuchen wir mal die hier. Und gehen hier mal weiter. Ah, der schon wieder. Hallöchen. Na, was hast du denn diesmal? Ein Schachstickspieß. So ein Ding. Eine Keule. Ich bleib bei der Axt. Hüte. Fes. Ja, ich will den Fes haben. Robin Hood, Ritter, Prinzessin, ja, sieht verlockend aus, aber nehmen den Fess. So ist das Ding. So, continue. Sehe ich nicht hübsch aus. So, weiter geht's. Charakterpersonalisierung. So muss das. Mitte. Nee, stimmt, was wir links sind. Das. Die Mitte wird doch wieder richtig sein, wenn wir alles andere mal ausprobieren.